Willkommen beim Gruselkabinett von der Bachelorette. Meine Güte, Adela, was hast denn du für Kandidaten? Oh, meine Nerven. Nehmen wir einmal ein paar unter die Lupe. Thomas Waffenaar geht überhaupt nicht. Dann haben wir den Savak. Savak, der Gute, was macht er? Am Montagabend in der ersten Folge. Er steigt Vödli Blut aus der Limousine. Du hast gesagt, sei dich schockiert, wo du das gesehen hast. Er sagt auf die Frage, aber warum er das gemacht hat. Er sieht doch einfach ein geiler Sieg. Er hat im Übrigen ein Kosmetikstudio für Männer. Dann haben wir den Davide. Davide hat mehr als 130 Paar Sneakers. Abgesehen davon, wie viele von den anderen Schuhen noch hat, keine Ahnung. Aber hallo, über 130 Paar Sneakers. Für das hat er bereits 50'000 Franken ausgegeben. Der Mario, was könnte ich bei ihm sein? Genau, er hat einen Putz- und einen Ordnungsfimmel. Ich weiss nicht, ob du das weißt, aber ich weiss es. Am Markt ist scheinbar einmal eine Frau weggerannt, wo sie sein bestes Stück gesehen hat. Dann haben wir den Raphael, den Technik-Nerd. Jetzt muss ich dir etwas erzählen, Adela. Weißt du was? Leser haben uns gefragt, ist das einmal eine Frau gewesen? Was hat er geantwortet auf die Frage? Ich könnte mich gerne mal am Abend bei einem Glas Wein vom Gegenteil überzeugen. Hey, unmoralisches Angebot, das soll sich gefälligst um dich bemühen und die anderen in Ruhe lassen. Adela, was sagst du denn eigentlich du zu diesen Kandidaten? Hallo, wunderschöne Flavia. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast mich gefragt, ob ich irgendwie Angst hatte, als ich die Männer gesehen habe, aussteigen aus dem Auto. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nein, das hatte ich nicht. Es war definitiv kein Gruselkabinett von der Bachelorette. Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass ich das Privileg hatte, dass ich die besten Kandidaten von allen Staffeln hatte. Mua. Ist nicht dein Ernst? Die besten Kandidaten ever and ever. Gut, wir geben allen eine Chance, wir werden es sehen. Jetzt noch mal zu Monsieur Füdli Blut Savak. Er kommt am Dienstag am Morgen in das Studio mit einem der geschafften Kandidaten. Sie werden mir live Rede und Antwort stehen, mindestens eine halbe Stunde. Stellt eure Fragen, sind live mit dabei auf der Facebook-Seite Blick-Kommentarfunktion. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr. Bis dann.